zusammen. Ich hoffe, man kann mir ein bisschen das sehen, weil das Licht ist heute nicht gerade perfekt. Und ja, herzlich willkommen zu Max on Tour Folge 3. Also der dritten Folge bereits. Und heute ist dabei der Basti. Hallo, servus. Das letzte Mal war ja meine Oma mit dabei. Da wo viele ja gemeint haben, dass das eine Fake-Oma ist. Nee, ist sie nicht. Weil die Oma Riegel, das bin ja ich. Und unter das Video ich hoffe, man hört uns. Da wo das Interview mit der Oma Riegel war, da hat mir einer drunter geschrieben, ich sei sturzbesoffen. Also wenn ich ein Besoffenes spiele, das hört sich dann so an. Das ist, wenn ich im Besoffenen spiele. Wenn ich die Oma spiele, dann höre ich mich so an. Hallo! Da hat die Stimme so hoch gestellt. Hallo! Also Basti seht ihr morgen dann. Den kann ich jetzt bloß nicht richtig zeigen, weil der läuft mit meinem Radl hinter mir. Oder ja, neben mir ein bisschen. Aber ein bisschen sick bei mir auch schon, gell? Ja. Ja, Leidels. Ja, und wir sind jetzt da so ein bisschen unterwegs. Ja, ich bin in der Stadt ein bisschen so einfach spazieren gehen. Ja. Muss dem Basti zwischen nein mal der Weg zeigen. Ja. Jetzt müssen wir nämlich abbiegen. Gut. Abbiegung ist erfolgreich. Also für den Basti kaufe ich ein Navigationsgerät. Schnauze! Ja, nicht Schnauze. Doch, wohl. Wohl Schnauze. Hey! Ja? Der Basti zwickt wie ein Mädchen, ist glaube ich die Bastiline. Ja? Halt's Maul. Also, sag mal, sagt mir das im Video. Jetzt werden da gleich ein paar schreiben. Nichts gibt's. Die Bastiline sagt zum Maxi als Maul. Der Miromeister wird schreiben, das ist ein braver Bubi. Der Miromeister! Grüße! Ja, das Herz haben wir jetzt leider nicht dabei, gell? Nee. Wenn wir on Tour sind, haben wir es automatisch nicht dabei. Das liegt bei ihm noch auf dem Zimmer. Und, ja. Und übrigens, morgen sind wir bei mir daheim. Roomtour bei Basti Gerbel. Hm? Ja, hab ich ja schon angekündigt. Und das wird es auch geben, wenn das Handy nicht wieder spinnt. Ja? Ich schon mal, ja. Das wird im morgen bloß nachgeholt. So, jetzt müssen wir wieder abbiegen. Bitte biegen Sie ab. Dann muss ich als Navigationsgerät machen. Ne? Jetzt abbiegen. Okay. So, biegen wir mal ab. Seht ihr die schönen Wolken da im Hintergrund? Da war es einmal so schön Wetter, da hat man sogar die Berge gesehen. So. So, ich bin auf der anderen Seite. Das sieht man besser. Also der Himmel ist heute hervorragend. Ne? Also die Wolken müssten wir direkt fotografieren. Ja. Und ja, wir wollten eigentlich in dem Gebüsch filmen, aber da hat uns jemand abgehalten. Da hat uns auch ein kleines Mädchen beobachtet. Mehr oder weniger. Also, angeschaut, weil wir filmen wollten. Wir hatten es schon gestartet. Und ja, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen orientieren. Müssen wir auf dem Fußweg. Ein Brumm kommt. Ah, der hat abbogen. Mäßig mir Säckel. Ja, oder zumindest die Wintersäckel. Ne? Ja. Ein Kartoffelsäckel. So, ja. Also meine Haare, die werden jetzt wieder vom Wind ein bisschen verstruppelt, jetzt schaue ich aus wie der Teufel. Und ich hoffe, jetzt nehme ich mal meinen Kaffee runter. Hat der überhaupt Haare am Kopf? Ja? Man kennt meine Frisur, du. Achso, ah ja, stimmt, ein bisschen die Haare hat er. Ja, da hinten drinnen, da tun wir auch immer das Laub sauber machen. Ne? Das ist jetzt einmal, wo wir überall arbeiten.
Da haben uns Kinder beim Arbeiten nochmal zugeschaut. Also zusammen rechen und schaufeln. Na, jetzt kommt der Brumm-Brumm. So. Die LKW werden ja offiziell Brummijagd genannt. Also, passt ja. Mann, der Wind. Extra noch vorher schon hingekämmt. Muss ja immer sitzen. Dachte, ich tu drei Wettertaften auf, dann hält's. Drei Wettertaft heißt's. Taft. Mhm. Taft. 5 Grad Augsburg. Die Frisur hält. Ist ein Pfusch. Und nichts anderes wohl. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir überhaupt langlaufen. Ja, gut. So, jetzt müssen wir wieder abbiegen, aber nach links. Da sind wir immer rechts abgebogen. So. Also schön, dass es... So, jetzt geht's weiter. Noch einen zweiten Cut. Jetzt laufen wir an so blöde Tiefgaragen vorbei. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt, aber naja. Ist nicht ganz zu vermeiden. Angst, da sind schon keine Monster drin, das sind bloß die Autos. Das einzige Monster, wo rauskommen kennt, ist der Basti. Ja, jetzt überfahre die mit deinem eigenen Fahrrad. Auch vom Basti braucht man keine Angst haben. Sackgesicht. Maxi ist ein Sackgesicht. Und der, wo man besiegt, ist Darth Maxi. So. Also auch ohne die Comedy-Videos, die wohl nicht so gut ankommen, bin ich ein bisschen Adept. Sonst hätte ich ja meinen YouTube-Kanal nicht aufgemacht, weil ich nicht so Adept wäre. Ne? So wie ich es bei manchen Leuten gesagt habe, dass wenn Blödheit wehtun geht, denen dir der ganze Tag schreien, so ist bei mir ja auch. Also zähle ich auch zu den Deppen. Also nicht zu den Argen, aber ein bisschen. Jeder Mensch ist ein bisschen ein Depp. Also sagen wir es einmal so. Und von daher, dass mir letztens einer geschrieben hat, ich bin in einer Vorbildfunktion, trotz dass YouTube bloß mein Hobby ist. Also so ein gutes Vorbild bin ich wahrscheinlich nicht, so wie meine Haare jetzt ausschauen. Aber egal. Also, nach meinen Haaren zu urteilen, bin ich kein gutes Vorbild. Also, für alle kleinen Kinder, die mal das Video sehen, denkt euch nichts bei die Haare, das ist der Wind. Das wird euch auch so gehen, wenn ihr lange Haare habt. Den letzten Friseurtermin, das ist nur rausbringen, den habe ich verpennt. Ja, der wäre am 4. den Monat gewesen. Am 4. November gewesen. Basti sagt immer Nov. Punkt. Nov, ja. Nov, Nov. Modi, Mito, Frusa, so. Ja. Die Wochentage in Furz. Ja, so. Und jetzt werden wir gleich mal umdrehen. So, jetzt drehen wir dann um. Da sind wir bei dem Gebüsch, wo wir eigentlich drehen wollten. Da drinnen wollten wir eigentlich drehen. Da ist früher mal der Zug gefahren. Sind halt noch Schienen drin. Aber ich kann Mods. Ja mal nur ein kurzes Bild hinten hinhängen, aber... Aber halt Mods verrostet. Basti wäre beinahe hingeflogen. Nee, ich war's. Ja, ist gut. Ja. Der ist immer frech. Maxi, warum bist du immer so frech? Also sag mal. Naja. Habe ich von der Oma Riegel. Hallo. Die Oma Riegel ist auch immer so frech, also bin ich auch frech. Das ist halt Verwandtschaft. So, jetzt. Das ist halt Verwandtschaft. So, da spielen jetzt gerade welche auf dem Fußballplatz. Da schauen wir jetzt aber nicht hin. Wir drehen gerade um. So. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt geht's weiter. Sorry für die kurze Unterbrechung. Wir haben gerade überlegt, wie wir jetzt am besten zurücklaufen.
Das sieht mir jetzt unser Folienhaus. Aber das kennst du ja schon. Da hat ja jemand einmal geschrieben, Schlachthaus. Schlachthaus. Eine Drogenplantage. Alles nicht wahr. Das ist der Drogenlauch. Das ist ein Lauch. Dahin. Und, ja. Torre, wenn man auch will. Das ist der lateinische Name, Porre. So, jetzt werden wir noch ein Stück laufen und dann werden wir das Ganze beenden. Weil es ist saumäßig kalt, sieht man ja am Himmel. Ja. Kältewolken. Wir haben schon ganz rote Ohren. Also, meine sind gelb. Ja, meine sind blau, weil. Blau sind es bloß, wenn du besoffen bist. Oh, das ist ein Depp-Taxi. Naja. Deppenriegel. Ey. Deppenriegel. Bläder Gerbel. Oh, Miro Meister, du bist ein ganz braver Burschi. Dann Basti ist schon so kalt, dass er zum Singen anfängt. Das ist Weihnachtsstimmung. Du, wir haben noch nicht Dezember, also bitte. Oh, Miro Meister. Unmöglich. Ja, unmöglich. Hä? Jetzt machst du noch ein paar Kniebeugen während dem Singen, das wäre der Knaller. Oh, Miro Meister. So. Ich bin verliebt, der Burschi. Das waren jetzt, glaube ich, 3 Stück. Ne, 4. Und Riegel, was sagen Sie dazu? 4! Aha. Okay. Eigentlich sind alle guten Dinge 3, aber dann habe ich halt noch eins draufgesetzt. Also, wie gesagt, und morgen gibt es, wie gesagt, die Rundtour bei. Bei mir daheim, ja. Und da würde er wahrscheinlich aus Miro Master Lied singen, wenn es nicht peinlich ist vor seine Eltern. Du, die merken da gar nichts, denen ist es egal. Und ich meine jetzt. Da hört es einmal. Hauptsache, Eltern haben ihre Ruhe. Ja. Und die Kinder gehen woanders gut. Die stören uns fest dabei. Also ich bin ja bloß ins Wohnheim gezogen, weil es mich daheim genervt hat. Also meine Mutter. Ja, mich nervt auch manchmal ein Hals aus. Ja. Er hat einfach keine Nervenriegel. Ja. Ja, das ist Maxis Rad übrigens. Wie sieht sein Rad aus? Muss ich den neigen? Ja? Das ist Maxis Fahrrad. Ja. Aber das kriegt sonst niemand zu Gesicht, außer ihr. Unseren Fans ist halt unseren Sound einfach wichtig. Also unseren Fans. Ja. Die, wo uns halt mögen. Nur die, wo uns mögen. An. Und auch abonnieren und ehrlich sind und brav sind und ja. So weiter. Nur denen vertrauen wir die Sache an. Unsere, an die Pink Apple Peace. Also, glaube ich, so müsste sie heißen, wenn ich mich nicht irre. An die möchte ich einen speziell schönen Gruß ausrichten. An die anderen natürlich möchte ich auch grüßen. Aber vor allem an Pink Apple Peace möchte ich einen schönen Gruß ausrichten, weil das wirklich die einzige war, die sich wirklich gefreut hat, als ich weitergemacht habe. Und natürlich der Miro Master. Max TV Support, den möchte ich auch grüßen. Aber natürlich, gell? Nur noch. Ja. Und ich habe noch schnell eine Frage. Und zwar an Basti Erektion 666. Erstens. Warum hast du dich so genannt? Das würde mich schon mal interessieren. Und zweitens natürlich auch ein Gruß an dich. Weil es eine Erektion kriegt, wenn es dich sieht. Es ist eine Frage. Sie wird es mir höchstpersönlich dann sagen. Naja. Also ich habe nichts dagegen, dass du so heißt, aber es würde mich nur interessieren, warum du so heißt. Und dann und Basti Erektion 666, die hat wohl wahrscheinlich der kleine. Bist du Spaß mit dem Käse gefallen, darum hast du auch das Käsebild drin. Ja, und warum? Nicht warum. Bist du männlich oder weiblich? Das würde ich auch gern wissen. Schreib's einfach in Kommentare. Okay, also das war's dann. Ihr könnt mir wie immer in Twitter folgen und ja. Das funktioniert ja nicht so wirklich. Facebook und so. Bei jetzt wünschen wir euch noch einen schönen restlichen
Do. Do Abend, genau. Wir haben die Ehre, wir sehen euch. Uns. Ja. Euch, uns, ja, uns, ja. Uns. Wir sehen uns. Ihr seht uns und wir sehen euch. Ja. Also, Servus. Servus.